Hallöchen und damit herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge Balloon Story Defense 5, eine weitere zufällige Mission Pfeilmangel. Ein Gorilla-Angriff der Bloons hat an der Front für akuten Pfeilmangel gesorgt. Absolviert die Eisfläche auf Schwierigkeitsstufe leicht ab Runde 10 und im Pfeil schießen der Türme. Dann gucken wir doch einfach mal, was bleibt uns da noch übrig. Oh Gott, ist das billig. Ist das billig auf leicht, dann ernst? Ich mache Nagelfabriken. Nutzen wir mal wieder die Gunst der Stunde, uns die Nagelfabriken einzuverleiben mit Nägel R Us. Ein bisschen Spaß haben hier. Habe ich die zu weit rechts platziert? Eigentlich nicht, ne? Also ich setze zu viele Nägel ans Ende, das ist nicht gut. Ich könnte es ja verkaufen. Ich meine, ich kriege ja fast das ganze Geld wieder. Irgendwie passt sie mir da nicht so richtig. Ich kann es auch hier hinsetzen, das ist besser. Die Nägel unten verschwinden nicht. Ich finde das total cool, dass die wirklich nicht verschwinden. Und das mit dem Verkaufspreis finde ich auch total geil, dass wir wirklich kaum noch was verlieren. Das ist schon echt heftig. Also es lohnt sich schon einen einzigen Punkt wahrscheinlich reinzusetzen. Ich weiß gar nicht, wie viel man grundsätzlich bekommt. 50% vielleicht? So, schnellere Nägel. Deiner Produktion leistet. Heiße Nägel, yo. Noch schneller Produktion, das wird ja easy. Tausend 800 Popcorns, 1.900. Ich finde es so cool, wie die Massen an Bloons einfach dagegen laufen und einfach vernichtet werden. Mob Schreddernägel oder mach mal die Nagelbälle? Ich glaube, die Nagelbälle sind in Ordnung. Sind ja auch ganz gut gegen die Mobs. Das ist vor allem so krass, wie schnell die Popcorns kriegen, ne? Vielleicht krass, dass in solchen Bloons drin ist. Dann können wir gleich mal sehen, in wie viel etwa Leichtmissionen, wie viele Bloons da sind. Die ersten, sagen wir mal, 100, 150 habe ich ja leider mit der ersten Lagerfabrik abgefangen. Die da hinten nicht so gut gefallen hatte. Aber hier sind wir schon bei 10.000. Kommt bestimmt auf 20, 25.000. Wenn nicht sogar noch viel mehr. Sind aber einige durchgekommen, ne? Warum das denn? Finde ich jetzt aber nicht in Ordnung. Hm.
Schließlich darf hier doch keiner durchkommen. 20.000, ja komm, lock auf. 40.000? Nagelminen. Da kommen sie, die Keramiks. Yay! Oh ja, die machen ziemlich Damage. Brauche ich noch eine zweite Fabrik? Ich denke schon. Ich denke schon. Wir werden mal die ganz am Ende hier hinsetzen. Damit meine eine Fabrik trotzdem noch weiterhin die Pops bekommt. Bis zum absoluten Ende. Moab zerstört. 26.000 Popcorns. Ja, hier sind wir noch bei 0. Dreiunddreißigtausend, meine Güte, kommen hier viel. Gut, dass ich da hinten noch eine habe. Ich hätte jetzt halt schon 380 Leben verloren. Letzte Runde. Aber, ne, kommt noch ein bisschen was. Rechnen wir hier noch 380 hoch. Sind wir bei gut 40.000 am Ende. Fast 40.000. Nur 30.000. Wollen wir nicht übertreiben. Und wir kriegen wieder 100 Dollar. Ne? Doppeltes Affengeld. Wieder für die Tage, immer noch. Yo, nice. Der Tag der Explosion wäre die nächste Mission. Wir machen auf jeden Fall erstmal eine kurze Pause, meine Freunde. Danke fürs Zuschauen. Das war wieder eine schöne Nagelfabrikrunde gewesen. Sehr, sehr entspannt für mich. Und immer wieder interessant zu sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge von BTD5. Ciao.